24 Episoden Dishonored. Und ich bin immer noch frisch dabei. Allerdings bin ich gerade ein bisschen verwirrt darüber, dass ich die Emily nicht finde. Ich hätte gerne noch mal kurz mit der gequatscht und noch mal gesagt, hey, Emily. Nee, kann man auch nicht durchspringen. Ja, aber leider... Oh, was steht denn da? Hier war ich noch gar nicht, ne? Nee. Hier aber schon. Aber hier gab es, glaube ich, auch nichts weiter. Ich wollte jetzt auch eigentlich schlafen gehen. Vielleicht ist Emily aber auch hier oben irgendwie im... Oder bei diesem Turm, das könnte doch sein. Wo war denn dieser Turm? Hier. Ich wollte ihr eigentlich noch gute Nacht sagen und wollte fragen, wie es ihr geht. Dann war sie ja ein bisschen entführt und so. Ahnung, wo die steckt. Vielleicht bei Piero in der Werkstatt? Auch nicht. Naja, vielleicht schläft sie auch schon. Ist ja schon spät. Ist spät genug. Ich mache mich auch ins Bett. Was soll's. Ich mach mich auch ins Bett. Oh, hier könnte sie noch sein. Bitte seien Sie so leise wie möglich. Emily konnte nicht einschlafen. Arme Kleine. Alles ist gut. Ich bin hier. Sie scheint fröhlicher zu sein, wenn Sie hier sind. Auch wenn ich weiß, dass Sie in der Stadt wichtige Dinge zu tun haben. Ich bin schon leise. Ich kann das gut leise sein. Das ist sozusagen mein Job. Prüfung der Begabung kenne ich bereits. Das Fest der Fuge kenne ich auch. Da hat sie die Golden Cat gemalt. Da, wo sie entführt war. An ihren Tischmanieren muss ich nicht arbeiten. Sie weiß Bescheid, auch wenn sie es nicht zeigen will. Sie hält den Löffel lieber falsch herum, wie ein Schwert. Dann wieder ist sie ganz vornehm und fragt nach einer Teeparty. Die wollte ich gerne ausrichten, aber ich habe keine richtigen Teller. Und statt Stoffservietten nur das Barputztuch und Bierkrüge statt Teetassen. Ich habe nach passenderem Geschirr gefragt, aber sie haben einfach andere Sachen im Kopf. Jetzt geben Emily und ich vor, ein feines Dinner auszurichten. Mit Papier und Dingen, die sie hier und da fand. Vermutlich auf dem Boden. Seltsam für eine Prinzessin, aber was soll's. Castilla. Sie hat immer noch Albträume. Kein Wunder nach dem, was sie alles durchgemacht hat. Manchmal ruft sie nach ihnen. Manchmal schreit sie nach ihrer Mutter. Auch zu den Sphären kenne ich auch. Mami. Schlummert. Arme Emily. Na gut. Dann gehe ich mich jetzt auch hinlegen. Mach die Tür zu, es zieht. Das arme Mädchen. Gehe ich mich jetzt auch hinlegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich der Outsider wieder besucht.
Zeit zum Ausruhen. Und Pitzpap. Gib mir Zeit, mal schön einen Schluck Wasser zu trinken. Ja, mit weggesteckten Waffen bewegt man sich schneller. Das habe ich auch noch nicht bemerkt. Fragestunde. Die Kaisertreuen haben jetzt den kaiserlichen Arzt Anton Sokolov in ihrer Gewalt. Durch ihn können sie die engsten Vertrauten des Lordregenten ausschalten. Doch wie kooperativ wird sich das größte Genie des Kaiserreiches zeigen? Es gilt, ihn freundlich oder mit Gewalt dazu zu bringen, alles zu verraten, was er weiß. Corvo, aufwachen! Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Kannst gern hierbleiben, wenn du willst. Emily, geh wieder auf dein Zimmer. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Nein, sie kann gern hierbleiben, wenn sie möchte. Ich möchte sie doch beschützen, nach dem, was sie durchgemacht hat. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Was ist das? Notiz von Piero? Corvo, vielen Dank, dass Sie mir einen lebenden Weiner organisiert haben. Ein unschätzbar wertvoller Fund für meinen alten Freund an der Akademie für Naturphilosophie, weil lebende Exemplare nur sehr schwer aufzutreiben sind. Sie können sich sicher sein, dass mein Kollege die Situation so menschenwürdig wie nur möglich handhaben wird. Piero. Ach, das war, weil ich den Weiner nur betäubt habe und nicht getötet habe. Emilys Zeichnung von Corvo. Corvo, hier ist ein Bild, das ich von dir gemalt habe, ohne deine gruselige Maske. Daddy. Okay, ich bin aber nicht ihr Daddy, denke ich mal. Ansonsten wäre ich ja der Kaiser. Aber ich bin anscheinend ihr Ersatz-Daddy. Ach, süß. Na, Emily, was machst du? Lesen? Ist gut. Mach weiter. Das ist nur der Wasserhahn. Ich gehe mal nach unten. Verhöre den Anton. Oh, Lydia, guten Morgen. Na, Mr. Sokolov hat sich wohl erholt. Er hat gut geschlafen und besitzt einen gesunden Appetit. Renovierungsarbeiten der Corvin-Brücke werden auf Steckt er da drüben? Ah, Admiral. Ah, nee, Aufseher. Der Oberaufseher sollte wohl der frommste Mann im Kaiserreich sein. Ganz in Übereinstimmung mit den 7 Geboten. Er sollte die Menschen und den Orden zu spiritueller Gesundheit anleiten. Campbell war ein Heuchler. Hätte er nicht all diese Druckmittel zusammengesammelt, dann wäre er niemals so weit nach oben gekommen. Ja, vermutlich haben Sie recht, Martin. Machen Sie weiter. Sie machen das ganz hervorragend. Sie noch gar nicht hier angeschaut, ne? Lord Pendleton zum Beispiel. Wenn man es sich vorstellt, Lord Pendleton ist der Sohn von Edelleuten. Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Pah, ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches.
Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lord Regent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lord Regenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral, ich kann Ihnen nicht helfen. Es ist Zeit, ihn zu befragen. Sokolov, seien Sie doch vernünftig. Ich klaue mir jetzt hier ein paar Sachen und dann rede ich mit Ihnen. Was liegt denn da Feines zum Beispiel? Was liegt denn da Feines? Da liegt doch was Feines. Eine Münze. Kann ich aber nicht aufheben. Schade. Ich möchte mal kurz hier umschauen, was wir noch hier überall haben. Ich war hier noch nie. Ah. So, Sokolov. Ich komme zu Ihnen. Was liegt denn da? Noch ein Buch? Hunde, Aufzucht und Training. Habe ich auch schon gelesen. Okay, Sokolov, guten Morgen. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Mal sehen, ob die Ratten hungrig sind. Vielleicht finde ich ein Bestechungsmittel für Sie, Sokolov. Tja, ich möchte das lieber auf die gute Art und Weise regeln, denn ich glaube, dass zum einen Folter nichts bringt. Und zum anderen ist Sokolov ja prinzipiell kein schlechter Mann. Eine merkwürdige Strategie. Mit der ich einverstanden bin. Tja, dann werde ich mir wohl mal ein Bestechungsmittel organisieren, Admiral. Ich weiß, diese Strategie ist Ihnen nicht vertraut. Was meinen Sie, Corvo? Ich meine, wir organisieren uns jetzt was und bestechen den guten Mann. Ich könnte einen Drink vertragen. Ah, ein Drink. Na dann. Lord Pendleton, guten Morgen. Überlasse ich Ihnen. Aber wenn Sie die Befragung Sokolovs ermüdet, sollten Sie von seinem legendären Durst nach King Street Brandy wissen. Piero hat wohl eine Flasche. Es könnte helfen. Wenn nicht, rufen Sie mich, wenn es spannend wird. King Street Brandy. Okay. Da werde ich mir gleich mal ein Fläschchen von kaufen. Allerdings ist er gerade nicht da, scheinbar. Sagen Sie, was Sie wollen. Der königliche Arzt kennt seine Weinsorten. Piero ist bereit. Corvo, ich bin im Obergeschoss und kümmere mich um etwas Wichtiges. Kommen Sie zu mir, wenn Sie etwas brauchen. Im Obergeschoss? Na dann. So. Audiograph-Spieler. Was werde ich sagen, wenn Sokolov tot ist? Bei seiner Beerdigung. Vielleicht so etwas.
Sokolov ist tot. Für immer verschwunden. An der Akademie waren wir Rivalen. Ja, er war neidisch auf meinen wachen Geist und meine jugendliche Energie. Aber nun ist er tot. Und was kann ich dazu sagen? Sokolov hat einige Erfindungen verbessert. Er konnte sich damit über Wasser halten. Und hatte viele aristokratische Bewunderer. Besonders solche, denen ein solider Hintergrund auf dem Gebiet der Naturphilosophie fehlte. Er war ein Porträtmaler. Man sagt, seine Werke seien genial. Doch ob das wahr ist, wird die Zeit zeigen. Das ist ja total eifersuchtszerfressen. Mir soll's recht sein. Na, wo ist er denn, Piero? Ach, vielleicht ist er im Obergeschoss. Was ist denn der Kollege, sag mal? Piero? Also, ich schaue mir jetzt mal da drüben im Turm. Ach, da komme ich jetzt von hier aus gar nicht ins Obergeschoss. Ach nee, da ist doch ein Pfeil, Piero. Ich Vollidiot. Ach, er ist im Obergeschoss. Ach, er ist da drüben im Obergeschoss. Genau, das wäre mein zweiter Gedanke gewesen. Martin? Der Admiral, Lord Pendleton und ich haben bereits einiges aus Campbells schwarzem Buch für uns nutzen können, Corvo. Sie haben uns ein mächtiges Mittel gegeben, um die Aufseher auf unsere Seite zu bringen. Vielen Dank. Keine Ursache. Lydia, guten Morgen. Na, mit dir reden kann ich scheinbar nicht. Da vorne steht er doch. Ich bin mal gespannt, was er vorbereitet. Mich interessiert ja auch immer noch seine komische Teleporttür. Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Ah, ist ein Spanner. Sie sollten hier lieber niemandem hinterher spionieren, Piero. Wenn Sie sich beim Baden... Ansehen kümmert mich nicht. Wen Sie sich beim Baden ansehen, kümmert mich nicht. Sie sollten hier lieber niemandem hinterher spionieren, Piero. Gehört sich nicht. Sie darf es niemals erfahren. Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann und Sie können mich jederzeit töten. Aus beiden Gründen entschuldige ich mich und bitte Sie untertänigst um Ihr Schweigen. Piero? Jeder weiß, dass Sokolov praktisch süchtig ist nach einem seltenen Likör namens King Street Brandy. Er schmeckt abscheulich, aber zufällig besitze ich eine Flasche. Es widerstrebt mir nur, sie ihnen für Sokolov zu geben. Sie war nicht billig. Ein teures Getränk, eine Mischung aus seltenen pandysianischen Gewürzen und einem Tropfen Walöl. Würden Sie sie vielleicht kaufen wollen? Sokolov ist ein möglicher Verbündeter. Ich nehme den Brandy. Behalten Sie den Brandy. Es gibt andere Wege, die Zunge eines Mannes zu lockern. Ich nehme den Brandy. Auch wenn ich es frech finde, dass er mir das verkauft, obwohl ich ihm gerade noch einen Gefallen getan habe. King Street Brandy. Ein ebenso seltener wie teurer Schnaps, der die Essenz der Marley-Orchidee
die Spuren von reinst und Spuren von reinstem Walfett enthält. Na gut. Achtung, oh. Bürger von Dach. Ah. Ab sofort muss. Können Sie nicht sehen, dass ich ein Bad nehmen will? Entschuldigen Sie, Callista, ich wollte nicht stören. Vielleicht sehen Sie sich nach Gesellschaft. Soll ich Sie mal aggressiv anbaggern? Vielleicht sehen Sie sich nach Gesellschaft. Callista, ich habe doch Ihren Mann gerettet, hä? Nee, Ihren Vater habe ich gerettet. Eigentlich finde ich sie aber nicht so hübsch. Eigentlich finde ich die Cecilia viel hübscher. Boah, das sind jetzt so Fragen. Ich frage sie einfach mal. Vielleicht sehen sie sich ja nach Gesellschaft. Corvo, unter anderen Umständen würden mir ihre Annäherungsversuche sicher schmeicheln. Aber Ratten, Seuche und Tyrannei können einem die Laune verderben. Das ist ja schade. Erzählungen des Walfängers, Band 2, kenne ich schon. Die Schatten von Bitterleaf, der junge Prinz von Tybia. Na gut, Callista. Das kann doch nicht wahr sein. Es hieß, ich würde hier mit guten Männern arbeiten. Ich glaube, Piero hat ihn heimlich beim Baden zugesehen. Tja. Oh Gott, diese zwischenmenschlichen Entscheidungen. Tja, eigentlich sollte ich es ihr sagen. Ich meine, eigentlich ist das nicht gut und eigentlich sollte sie es schon wissen. Ja, ich sag's ihr. Jetzt fühle ich mich schmutziger als vorher. Tatsächlich wäre ich hier drin gern allein. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Zack. Piero. Lady Emily wollte sich in euer Quartier schleichen, während sie geschlafen haben, Sir. Sie hatte aber nichts Böses im Sinn. Das habe ich mir gedacht, Cecilia. Cecilia, du bist die Beste. Mit der Cecilia, mit der würde ich durchbrennen hier. Da würde ich aber, da wäre mir das Kaiserreich, aber wäre mir aber wurscht. Nein, natürlich nicht. Ich bin natürlich pflichtbewusst wie eh und je. So, Lord Pendleton, ich hab die Flasche Wein. Ich bin nicht dagegen, ihn für eine Weile gefangen zu halten. Er hatte den Lordregenten unterstützt. Aber es ist schade. Ich fand ihn immer sehr charmant. Na gut, wir machen die Tür besser zu. Soll ja niemand sehen, dass er hier ist. Hier findet man keinen billigen Fusel, sondern edle Tropfen. Ich habe hier eine Flasche King Street für Sie. Mal sehen, ob die Ratten hungrig sind. King Street Brandy? Ich dachte nicht, dass es noch welchen gäbe. Ein außerordentliches Geschenk. Ich habe es mit Männern mit Geschmack zu tun. So viel kann ich Ihnen sagen. Sie wurde immer Lady Boyle genannt. Ich habe sie gemalt, aber sah weder ihr Gesicht noch hörte ich ihren Vornamen. Sehen Sie, denn ich malte eine Rückenansicht. Sie ist dennoch ein wirklich unglaublicher Anblick. Aber ich weiß nicht, welche Schwester sie ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Was? Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boys sind reich und skrupellos. Ihr Haus wird gut bewacht sein. Natürlich haben sie schon eine Maske, nicht wahr, Corvo? Er hat recht. Sie könnten sich unter sie mischen, wenn sie einmal drin sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen gemeinsame Sache mit dem Lordregenten macht. Töten Sie sie. Wir sind fast am Ziel. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten besiegen und Emily einsetzen. Das Schicksal sei mit Ihnen. Ich schwöre, ich habe ihr Gesicht nie gesehen. Aber ich bürge dafür, dass ihr Rücken der feinste der ganzen Stadt ist. Vielleicht des ganzen Kaiserreichs.
Lady Boyle. Also, kann ich die Tür eigentlich öffnen? Ach, hier stehen überall die Dinger davor. Okay. Ne, da drüben ist doch die Tür. Verschlossen, okay. Gut, dass der Admiral mir nicht den Schlüssel da gelassen hat, sonst hätte ich jetzt allein schon des Buches wegen die Tür aufgeschlossen. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Ein Maskenball. Ich wusste, dass Sokolov uns sagt, was wir wissen wollten. Er mochte den Lord Regenten noch nie. Hat ja auch genau das Richtige getan. Tut mir leid, die Boyle-Geschichte zu verpassen. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Streng geheime Missionen und so weiter. Ja, die Boyle-Sache ist keine streng geheime Mission, oder was? Waren Sie mal in einer Seeschlacht? Aber natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Gewiss. Ich wusste es. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. Admiral? Ein Maskenball. Und Sie tragen die gerissenste Maske von allen. Das ist gut möglich. Emily, warte. In der Golden Cat sah alles so schick aus. War irgendwie anders schick als im Palast. Madame Prudence sagte, dass die Damen dort Prinzessinnen wären und die Männer kämen, um sie zu bewundern. Wahrscheinlich. So, Piero, ich habe sie verpfiffen. Ach nee, das ist Wallace. Bewundernswert, wie Lord Pendleton angesichts dieses Verlustes die Fassung bewahrt. Na gut, Freunde der Nacht, ich mache mich auf zum Boyle-Anwesen und werde dort Lady Boyle töten. Eine der beiden, du fandest heraus, Lady Boyle ist die größte Unterstützerin des Lord-Regenten, aber drei Frauen der Familie Boyle sind als Lady Boyle bekannt. Die Frau des verstorbenen Lord Boyle und ihre Schwestern. Sokolov weiß nicht, welche es ist, da er unter besonderen Umständen nur den Rücken einer Lady Boyle gemalt hat. Du wirst am Abend eines vornehmen Maskenballs zum Anwesen der Boyles geschickt, um herauszufinden, welche Lady Boyle auszuschalten ist. Fahre mit Samuel dahin und Pendletons Notiz. Bring eine Notiz zu Lord Shaw. Er ist auf der Feier der Boyle-Schwestern und trägt eine Wolfsmaske. Tja, das sollte sich doch machen lassen, finde ich. Klingt jetzt nicht allzu schwer. Ich doch. Mit einer Gruppe von Edelleuten verkehren, die alle den Hintern des Lordregenten küssen? Eher ging ich mit Hexenfischen baden. Lord Pendleton ausgenommen, versteht sich. Ach, hier habe ich auch noch gar nichts von ihm. Der Orden liegt dunkel, seine Türen sind verschlossen. Es erklingen keine großen Reden mehr, die Aufseher irren auf den Straßen herum. Samuel? Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Jawohl, bringen Sie mich zum Boyle-Anwesen, Samuel. Das Boyle-Anwesen. Jetzt bin ich anscheinend auf einem schicken Maskenball. Das passt so gut ins Setting, das ist unfassbar. Ein Maskenball in einem Anwesen. Also, ich bin sprachlos. Du fandest heraus, ach, das ist die Missionsbeschreibung nochmal. Der Lord-Regent legt sich für die Boyles ins Zeug.
Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Ich glaube, eine alte Frau, die sie Lumpengräfin nannten, lebte hier in der Gegend. Nur passend, dass eine Irre wie sie Lady Boyle als Nachbarin hatte. Eine von den Boyles ist schuldig. Welche ist noch unklar? Mische dich unter die Gäste des Maskenballs, um die Zielperson zu identifizieren. Okay, ich würde sagen, mit dieser sehr, sehr atmosphärischen Einleitung ins nächste Kapitel beende ich diese Episode und im nächsten Kapitel geht's dann zum Anwesen der Boyle-Schwestern. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Also bis dahin, ciao.